So, gestern hatten wir unsere erste große Direct des Jahres, und zwar die Xbox Developer Direct. Im Gegensatz zum letzten Jahr, wo wir so einen schönen Shadow Drop mit Hi-Fi Rush bekommen haben, ist natürlich dieses Jahr nichts dergleichen passiert. Und ich muss auch für mich zumindest sagen, dass ich das Event selbst relativ okay fand. Also, ich habe nichts gegen irgendjemanden der gezeigten Personen, und ich finde das ja auch an sich ganz gut. Gut, dass die Entwickler selber so ein bisschen in den Vordergrund gestellt werden. Nichtsdestotrotz wirkt es durch diese einheitliche Aufmachung, also dass egal in welchem Studio man sich jetzt befindet, ob es jetzt bei Ninja Theory, bei Obsidian, bei Machine Games oder so ist, es wirkt alles relativ gleich. Es wirkt alles sehr gestellt. Ich meine, das ist es ja, aber wenn man zum Beispiel immer und immer wieder die gleichen Kameraeinstellungen hat, wenn man so oft eben auch diese Einstellung hat, dass eine Person vorne links im ersten Drittel oder rechts im ersten Drittel steht und hinten so mit ein bisschen weniger Tiefenschärfe ein bis zwei Leute an den Büros sitzen und fake arbeiten, dann wirkt es halt sehr aufgesetzt. Dann wirkt es eben sehr wie so eine Corporate Propaganda und weniger, hey, wir kriegen gerade einen sehr eigenen Behind-the-Scenes-Look in diese Studios. Ich kann das natürlich verstehen, warum man das auf diese Art und Weise macht, aber es ist eben diese sehr starke, kontrollierte Präsentation, und das dann so in den Vordergrund zu stellen, dort eben auch immer wieder so einen großen Fokus zu haben und dann auch die Tatsache, dass die Leute nicht wirklich frei reden, sondern sie offensichtlich von irgendeinem Teleprompter ablesen, wahrscheinlich nicht mal ein Teleprompter, sondern Cue-Cards, weil man die ganze Zeit sieht, wie sich die Augen teilweise von links nach rechts bewegen. Und wenn man das schon auf diese Art und Weise machen will, wenn man schon die Entwickler in den Vordergrund stellen möchte, dann finde ich, sollte man in dem Fall auch eine etwas freiere, weniger kontrollierte Art und Weise wählen, weil ansonsten kann man auch einfach wirklich so den Nintendo Direct Style wählen oder den State of Play Style und einfach zwischendurch irgendjemanden haben, der das Ganze präsentiert, meistens ja wieder irgendein hohes Tier oder so von der Firma selber, und dann eben die ganzen einzelnen Spiele vorstellen. Weil dafür, dass das ganze Ding jetzt halt wirklich diese 20 Minuten oder so ging und wir hatten jetzt 5 Spiele in der Vorstellung, muss ich halt sagen, dass ich in den meisten Fällen nicht wirklich so einen guten Eindruck bekommen habe und eben auch nicht wirklich von den Studios selber. Aber da kann ich dann nochmal genau in den jeweiligen Beiträgen dann übergehen. Und wir gehen einfach mal das Ganze chronologisch so durch, wie es eben vorgestellt wurde. Das heißt, das erste Spiel, Avowed, wurde nochmal gezeigt. Das ist ja das neue große Rollenspiel von Obsidian. Und ich persönlich muss sagen, dass ich von dem generellen Konzept, also wenn ich eben so die spielerischen Elemente sehe, bin ich schon sehr davon angetan. Ich meine, ich habe definitiv einen gewissen Bias. Ich mag Obsidian-Spiele sehr. Ihnen hat natürlich auch oftmals in der Vergangenheit so ein bisschen der Polish oder eben dann dementsprechend auch das Budget gefehlt, um jetzt größere Projekte gut umsetzen zu können. Deswegen, da muss ich jetzt eben mal zeigen, ob mit dem Microsoft-Backing und der Tatsache, dass man sich jetzt hoffentlich eben auch die notwendige Zeit nehmen konnte, dann solche Probleme nicht mehr vorkommen, dass es eben wirklich diese fertige, auch gepolischte Version ist. Und wenn ich mir dann das Kampfsystem ansehe, dann ist es wirklich interessant. Ich meine, so ein First-Person-Kampfsystem ist jetzt nichts, was wir oftmals besonders gut gesehen haben. Wenn ich jetzt irgendwie an andere große Open-World-Rollenspiele denke, beispielsweise eben die Bethesda-Sachen mit so etwas wie Skyrim, dann ist das Kampfsystem, gerade wenn es in den Nahkampf und so reingeht, ziemlich gewichtslos. Da spürt man nicht einen großen Impact, und auch was so die reinen Taktiken, der Tiefgang der Kämpfe betrifft, das ist weniger vorhanden. Also da geht es auch mehr so den eigenen Spielstil zu suchen, und nachher geht es sowieso in die Richtung, dass man irgendwie aus dem Versteck mit einem Bogen heraus alle tötet, und deswegen ist es gut zu sehen, dass man hier auch schon verschiedene Arten von Angriffen hat, die unterschiedliche Eigenschaften besitzen. Dass man eben sagen kann, auch je nachdem, was für eine Ausrüstung man wählt, ob man jetzt irgendwie 2 Zauberstöcke in die Hand nimmt oder beispielsweise nur einen oder irgendwie mit einem Schild oder 2 Händer umgeht, dass das wirklich zu unterschiedlichen Angriffen auch führt, dass das eben auch zu unterschiedlichen Werten, Schnelligkeiten in den ganzen Angriffen führt, aber auch die Zauber, die man gezeigt hat, hier nicht einfach nur einen gewissen Schaden machen, sondern eben auch dann Auswirkungen auf die Figuren selber haben. Ich mag auch, dass eben Angriff, also wenn es jetzt auch in den Nahkampf übergeht, dass es da auch eben dieses, was oftmals eben in Skyrim der Fall ist, das fehlende Gewicht vorhanden ist, dass da eben auch so ein leichter Hitstop zu erkennen
Verständnis, wenn man jetzt die Gegner trifft und das durchzieht, weil gerade hier auch, wenn man nur sieht, wie irgendwie von vorne so ein Schwert an einem vorbeischwingt und der Gegner vielleicht nur so ein bisschen zurückfällt, das kommt nicht so gut rüber, wie dann wirklich die Effekte und so das ganze Geschehen einmal kurz anhalten, damit dieser Impact eben deutlich rüberkommt. Und das sind die Sachen, die mir auf jeden Fall gefallen haben daran. Dieser Konterring, den man gesehen hat, um eben auch einen Indikator zu setzen, wenn jetzt der Gegner angreift, beziehungsweise wann man dann genau blocken soll. Also bei diesem weißen Ring hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass wenn er sich dann öffnet und größer wird, das ist der Moment, in dem man dann tatsächlich auch den Block anwenden soll, um dann eben entweder die Attacke zu blocken oder sie tatsächlich wahrscheinlich mit einem besseren Timing dann zu kontern. Und das wirkte weniger wie ein Hinweis darauf, oh, der Angriff startet jetzt demnächst, sondern mehr, das ist der Moment, in dem du blocken musst. Heißt, ich muss weniger auf die Feinde achten, auf ihre Animationen achten, sondern ich muss mehr auf diesen kleinen Ring achten. Und genau wie das zum Beispiel in einem God of War 2018 der Fall ist, gab es da auch unterschiedliche Farben. Also zumindest meine, ich habe nochmal ein bisschen zurückgespult, es gab einen größeren Gegner, der hatte einen roten Ring und der ist auch groß geworden, bevor der Angriff überhaupt gestartet wurde oder beziehungsweise während er gerade im Start war. Und das war, glaube ich, der Indikator, dass diese Attacke nicht geblockt werden kann. Und auch da bauen sich bei mir eben sofort so ein bisschen die Fragen auf, ist es dann genau wie bei God of War, dass es dort nicht wie das eigentlich der Fall sein sollte in so einem guten System, wenn man das mit Metal Gear Rising Revengeance vergleicht, da gibt es eben feste Angriffe, welche, die du blocken kannst und welche, die du nicht blocken kannst. Und die du blocken kannst, sind immer rot markiert und die du nicht blocken kannst, eben immer gelb. Und das ändert sich nicht nach Schwierigkeitsgrad oder sonstigen Faktoren. Und bei God of War war es eben der Fall, dass das weniger von den Attacken abhängt, sondern von dem Levelunterschied, den man zwischen sich selber, Kratos und den Feinden eben hat. Und dass es sogar auf dem härtesten Schwierigkeitsgrad der Fall ist, dass Gegner zwischendurch dann im Level steigen und du auf einmal dann wieder neu darauf achten musst, oh, die Angriffe, bestimmte Angriffe, die ich vorher parieren konnte, die kann ich jetzt auf einmal nicht mehr parieren. Ich glaube jetzt nicht, dass es so eine Mechanik in Vault gibt, aber zumindest die Tatsache, dass es vielleicht, oder was heißt Tatsache, zumindest die Möglichkeit, dass auch diese Faktoren von dem Level abhängen und nicht den inhärenten Eigenschaften der Angriffe selber, das macht mir so ein bisschen Sorge, also die Sorge habe ich zumindest, ich hoffe, das ist nicht der Fall. Ansonsten sah das auf jeden Fall eigentlich ziemlich cool aus. Mein größtes Problem mit dem Spiel ist tatsächlich die Optik. Ich finde, dass das eigentliche interessante Art Design, das ist eigentlich interessante auch der Stil, den das Spiel bietet. Und das ist ja nicht einfach nur ein hyperrealistischer Stil, der verfolgt ist, sondern das hat eben schon einen deutlichen eigenen Stil, der hier verfolgt wird. Ich finde, zumindest in dem meisten Footage, was man gezeigt hat, wird das von dem Lighting komplett zerstört. Weil man hat hier einen sehr stilisierten Look gewählt, was ich cool finde, aber das Lighting wirkt eben wie, oh, wir haben versucht, das möglichst hyperrealistische Lighting einzubauen und hier sind unsere Gebiete und dann lassen wir das automatisiert überall drüber laufen. Und das zerstört, finde ich, oftmals eben diesen sehr stilisierten Look, weil das dann mit dem hyperrealistischen Lighting nicht zusammenpasst und dann eher so einen seltsamen Mischmasch kreiert und man da viel mehr in den einzelnen Gebieten und Szenerien darauf achten müsste, was genau für ein Licht benutzt wird, eben wie das Lighting wirkt und vor allem auch, wie das Lighting mit den eigentlichen Modellen interagiert. Ein Spiel, was später noch in der Direct kam, finde ich, macht das beispielsweise wesentlich besser. Und da ist so der Punkt da, wo ich dann denke, oh, gerade in vielen Szenen ist es entweder alles viel zu stark ausgeleuchtet oder eben viel zu dunkel. Teilweise auch mit einem sehr starken Kontrast. Es gab so einen Moment, wo man auch so eine Felswand sieht und dann ist die, entweder wenn das Licht drauf fällt, ist es halt so grell, dass du kaum die Details und die Farben richtig wahrnehmen kannst. Und in den Bereichen, wo kein Licht drauf fällt, ist es halt so dunkel, dass du auch die ganzen Details und die Farben nicht richtig wahrnehmen kannst. Und ich finde, da sollte, gerade wenn du eben einen stilisierten Look hast, finde ich, dann solltest du nicht einfach auf den blinden Realismus gehen. Was ja auch, wenn wir an andere Medien denken, beispielsweise im Film, da wird ja auch sehr viel rumgetrickst und eben auch gerade Licht ist ja das Wichtigste eigentlich, wenn es überhaupt um den Look generell von irgendetwas geht. Da wird eben auch versucht, möglichst eine gewisse Situation abzuwarten, mit anderen Dingen herumzutricksen und dann so oft Spiele zu sehen, die einfach, oh, wir machen hier hyperrealistisches Lighting über alles drüber und dann war es das eben, weil Hauptsache, oh, realistisch. Das finde ich gerade in einem Spiel, ne, ich sag das jetzt nochmal erneut, was eben so ein Look hat, finde ich da nicht den richtigen Ansatz, um ehrlich zu sein. Und ich weiß, dass es natürlich auch etwas ist, was halt super subjektiv ist. Für mich persönlich sind es eben nur Sachen, die mich dann sehr aus einem Spiel rausziehen können und mich dann eben auch sehr stark visuell stören.
aber das wird sich dann zeigen, wenn das Spiel rauskommt. Vielleicht wird in dem Punkt noch ein bisschen was verbessert. Keine Ahnung, ich bin wahrscheinlich einer der wenigen, die überhaupt so eine Art Kritik äußern. Deswegen, keine Ahnung, vielleicht auch nicht mehr. Aber ich wollte es auf jeden Fall mal ein bisschen hier in den Vordergrund gestellt haben und auch hoffentlich gut erklären, damit Leute wissen, was ich meine in dem Fall. Als nächstes haben wir dann die guten alten Freunde von mir, Ninja Theory, besucht. Und ich war ein bisschen überrascht, dass ich den Director des Spiels und den Director auch aller vorigen Spiele, also zumindest die meisten vorigen Spiele, jetzt Ausnahmen mit Sachen wie dem Oculus-Spiel, was sie gemacht haben, oder Bleeding Edge, diese Multiplayer-Spiele, Multiplayer-Titel, den keiner mehr spielt, den sie auch unter Microsoft rausgebracht haben, nämlich Tamim heißt der, glaube ich, hab den Nachnamen jetzt gerade vergessen, das tut mir leid. Das ist auch der Director von beispielsweise DMC, Devil May Cry, oder eben auch dem ersten Hellblade gewesen. Und der war hier gar nicht zu sehen. Man hatte eben den Studio-Boss und ganz viele andere Leute. Ich weiß nicht, ob er sich absichtlich zurückgezogen hat, weil er vorher immer so ein bisschen im Rampenlicht war und auch ordentlich Fett weggekriegt hat, gerade eben für so ein paar Aussagen, die im Fall von DMC Devil May Cry eben gefallen sind. Deswegen, keine Ahnung, ich war ein bisschen überrascht. Ich musste nachher nochmal kurz überprüfen, bei Wikipedia, ist er überhaupt noch an dem Projekt beteiligt? Und also ja, er ist auch noch der Director von Hellblade 2, aber eben hier nicht zu sehen. Und das Spiel selber, ja, ich habe keine Ahnung, was die letzten 5-6 Jahre gemacht haben, außer an der Grafik zu schrauben. Weil ja, das Spiel sieht fantastisch aus. Also es ist wirklich, und das selbst jetzt über einen irgendwie 1080p Stream kommt das gut rüber, und wahrscheinlich, wenn ich das dann irgendwie auf einer 4K-Glotze spiele, das könnte garantiert eines der schönsten Spiele sein, die ich jemals irgendwie gesehen habe, und wird auch wahrscheinlich, zumindest wenn es um die reine Grafikpower geht, ein gutes Verkaufsargument für irgendwie eine Xbox Series S oder X sein. Aber das Spiel selber wirkt auf mich wie der erste Teil. Ich habe nicht das Gefühl, dass sich hier irgendetwas getan hat, dass ja gerade Hellblade 1 war ja doch ein sehr kleineres Spiel, ein experimentelles Projekt, und ich habe ja auch meine sehr viele Kritikpunkte daran. Ich hatte auf dem Hauptkanal vor Jahren, 2017 war es, glaube ich, als das rausgekommen ist, hatte ich ja auch noch ein sehr ausführliches Video dazu gemacht, wo ich meine Kritik besprochen habe. Und von dem, was ich hier sehe, hat sich daran nichts geändert. Also ich werde auch wahrscheinlich einen ähnlichen Eindruck zu dem Spiel haben. Und auch wenn ich dem ganzen Gelaber der Entwickler zugehört habe, also ich habe selten außerhalb meiner Videos so viel Reden, also so viele Aussagen gehört, in denen, ohne dass über irgendwas wirklich gesprochen wurde. Also das hätte jedes Spiel treffen können. Also vielleicht bis auf jetzt Aussagen, die explizit den Sound oder so betrafen, aber auch das hätte für irgendein anderes Spiel sein können, theoretisch. Da war nichts wirklich ins Detail gegangen, was jetzt die Neuerungen gerade auf einer spielerischen Seite sind, sondern guck mal, wie schön das ist. Und ja, wir führen die mentale Thematik aus des Vorgängers fort. Ein Kampfsystem gibt's auch wieder, und guck mal, wie brutal das dieses Mal ist. Und ja, wir haben jetzt unseren Sound noch soundiger gemacht. Oh, sind wir nicht alle Senua auch selber in unserem Team? Daran haben wir 4 bis 5 Jahre oder so gearbeitet, dass, wenn du dir Szenen vom Kampfsystem ansiehst, denkst, das könnte irgendwie aus dem ersten stammen. Und da habe ich jetzt nicht wirklich den Grund daran zu glauben, dass ein Hellblade 2 für mich in irgendeiner Form besser sein wird oder die in meinen Augen eben starken Probleme des Erstlings ausmerzen wird. So, für die Leute, die halt Hellblade 1 super fanden, ich glaube, die werden damit genauso ihren Spaß haben. Ich finde es vollkommen okay, dass es ein kürzeres Spiel ist. Ich meine, der erste Teil war jetzt, glaube ich, auch nur so 7-8 Stunden lang. In dem Fall kostet es ja auch jetzt keinen Vollpreis. Ich meine, ich finde 50 € ist viel Geld, aber es ist eben nochmal ein bisschen unter den 60, 70 oder teilweise 80 €, die eben ein AAA-Spiel kostet heutzutage. Das, was aber vollkommene Scheiße ist und wo ich mich halt wieder auch drüber aufregen muss, und ich werde mich auch bei jedem zukünftigen Spiel dieser Art darüber aufregen, ist, und das wurde nach der Direct von Microsoft offiziell bestätigt, Hellblade 2 wird nicht physisch erscheinen. Es wird 50 € bzw. $50 zum Start digital kosten, und das ist die einzige verdammte Möglichkeit, wie man dieses Spiel erwerben kann. Ob nachher vielleicht irgendeine physische Version erscheint, ich meine, Hellblade 1 ist ja auch zum Start digital rein erschienen, wesentlich günstiger, möchte ich mal anmerken, aber es gab eben später auch eine physische Version. Wir haben das ja auch bei anderen Titeln gesehen, zum Beispiel Psychonauts 2. Das wurde von Microsoft gepublished und hat dann nachher von einem anderen Publisher auch eine physische Version bekommen. Natürlich haben wir jetzt auch bei anderen Sachen das jetzt nicht bekommen. Hi-Fi Rush warte ich seit einem Jahr immer noch auf eine physische Version, aber wenn man sich eben den Output von Microsoft ansieht
und dann schaut, was kriegt denn eine physische Version und was kriegt keine physische Version, dann scheint es wirklich mehr um den Status eines AAA-Vollpreistitels zu gehen. Und ich meine, Hellblade 2 ist auf jeden Fall AAA, so wie das aussieht und die ganzen Ressourcen, die dahinter stecken. Aber bei dem 50-Euro-Preis scheint es für Microsoft eben kein Vollpreisspiel zu sein und bekommt dementsprechend wahrscheinlich auch keine physische Version. Weil Sachen wie Redfall letztes Jahr, Starfield und auch Forza Motorsport, die haben alle eine physische Version bekommen. Das waren eben alle 70, 80 Euro Vollpreistitel. Und es ist absolut beschissen, dass wir jetzt zum Start wieder, ich meine, ich werde es dann eh über den Game Pass holen. Das heißt, das ist bei mir automatisch drin. Aber ich werde einen Teufel tun, das jemals separat dafür zu kaufen. So eine Sache wie einen Starfield oder so, ja gerne. Da warte ich dann drauf, dass die physische Version noch ein bisschen günstiger ist, dass ich mir die dann eben zulegen kann. Bei anderen Titeln vielleicht auch. Aber einen Hellblade werde ich doch einen Teufel tun und das digital kaufen. Vor allem, wenn ich ja eh im Game Pass drin bin und ein First-Party-Spiel wird da nicht mehr rausfliegen. Also es ist so beschissen, so macht doch noch nebenbei eine physische Version. Nicht nur erweitert ihr dadurch eben den potenziellen, den Markt, eben die Konsumenten, die ihr anspricht. Ihr holt von Leuten wie mir noch einmal doppelt Kohle raus. Also das ist so eine kurzsichtige, beschissene Sache und wie gesagt, da werde ich auch jedes Mal wieder erneut drauf sprechen, wenn so etwas vorkommt. Dann, ganz überraschend eingeschoben, war auf einmal Square Enix da und ich hatte gedacht, was kommt denn jetzt? Kriegen wir vielleicht irgendein früheres Spiel, auch auf der Xbox? Kriegen wir endlich Final Fantasy VII Remake auf der Xbox? Nein, es war einfach nur Visions of Mana, was schon angekündigt wurde, von dem wir auch wussten, dass es eben auf der Xbox kommt. Und ich meine, das Spiel sieht absolut fantastisch aus. Also das war für mich von den allen gezeigten Titeln, obwohl ich eben schon wusste, dass es existiert, war das für mich das beste Spiel. Nicht nur, weil einer der Entwickler, den sie da gezeigt haben, aussah wie ein fucking Yakuza-Boss. Also der Drip von diesem Mann war einfach 10-mal so stark wie von allen Leuten zusammengenommen. Aber auch das Spiel an sich sieht absolut fantastisch aus. Und das, was ich eben vorhin bei Vought meinte, wo es so, hey, wir machen da eben, knallen da einfach realistisches Lighting rein, was nicht mit unserem stilisierten Look passt. Hier wird halt explizit darauf geachtet, dass eben auch die Lichtstimmung jedes Mal zu dem Look des Spiels passt und dass eben auch dass die Beleuchtung auf den Charaktermodellen wahrscheinlich nochmal unabhängig von der Umgebung auch teilweise funktioniert, weil du auch da immer siehst, dass die Farben dann knalliger sind, dass die ganzen Gegner, man hat das auch bei diesem schönen großen Boss bemerkt, dass die wirklich hervorstechen, dass die sich dann eben auch trotz der bunten Optik der Umgebung davon absetzen, davon hervorstechen. Man hat eben auch noch so gute schwarze Outlines, aber auch bei den ganzen Details wird darauf geachtet, dass es eben feste Schattierungen gibt und dass die aus jeder Perspektive funktionieren und auch funktionieren, egal wo sich der Charakter gerade auf dem Bild befindet. Und das kriegst du eben nur hin, wenn du darauf achtest, dass eben auch das Licht da drauf, dass eben die Beleuchtung auf diesen Charakteren gut aussieht und nicht einfach irgend nur, okay, wir machen Global Illumination an und dann lassen wir es einfach mal laufen, wie es irgendwie funktioniert. So, dann kriegst du halt eben auch so eine beschissene Sache wie damals bei dem Crash Bandicoot Remake, wo das der Fall war und je nach Position Crash einfach entweder vollkommen okay oder absolut grausam aussah. Und hier sieht man eben ein hervorragendes Beispiel, wo die Leute eben genau wissen, damit umzugehen. Ich finde auch Sachen vom Kampfsystem sahen sehr cool aus, die Möglichkeit, die Gegner zu juggeln, in der Luft noch einen Magieangriff zu nutzen, zwischendurch mehrfach auszuweichen, sich neu zu positionieren. Die ganzen Gegner-Designs, absolut fantastisch. Ich hoffe jetzt nur, dass eben auch Xbox weitere Mana-Spiele nochmal im Vorfeld zu diesem Titel bekommt. Allein nur, damit ich sie selber auch auf der Xbox irgendwie spielen kann, aber ich finde, es wäre auch aus einer wirtschaftlichen Sicht irgendwie besser, weil die Leute, die eben Fans von Secret of Mana sind, die eben von Fans von Seiken Tensetsu der Reihe eben sind, die befinden sich auf der Switch, die befinden sich auf der PlayStation 4, 5, wo eben die vorigen Spiele rausgekommen sind. So, auf der Switch haben wir alles gekriegt, da ist ja auch die Collection of Mana rausgekommen, das war ja das erste Mal, dass eben der Seiken Tensetsu 3 Teil überhaupt übersetzt im Westen rausgekommen ist. Es gab dann auch die anderen Spiele, die auch auf der PlayStation rausgekommen sind, das grauenhafte Secret of Mana Remake, das braucht man jetzt nicht unbedingt auf der Xbox zu haben, da wäre die Collection of Mana deutlich besser, aber das Trials of Mana Remake, ne, eben das Remake vom dritten Teil, das ist ziemlich cool und eben auch das Remaster von Legend of Mana. Also bringt doch zumindest ein oder zwei Sachen raus auf der Xbox, am besten Fall noch irgendwie den Game Pass, um eben auch die Fanbase dafür zu akklimatisieren, auch schon mal so ein bisschen darauf rüber zu holen. Ich denke, das hat sich doch gerade auch bei Like a Dragon, bei den Yakuza-Spielen gezeigt. Ich glaube nicht, dass die auf der Xbox so erfolgreich werden. Ich meine, A, natürlich, wenn Microsoft
Microsoft nicht eben diesen PR-Push dahinter gesetzt hat. Deswegen, das ist gut, dass man das hier im Fall von Visions of Mana auch nochmal sieht. Aber ich glaube, das hätte auch nicht so gut funktioniert, wenn man nicht die komplette fucking Serie auf die Konsole gesetzt hätte. Dass man jetzt nicht irgendwie ausweichen muss auf die PlayStation oder auf den PC oder auf sonst was, sondern du kannst alle Spiele, die du auf dem PC und eben auf der PlayStation spielen kannst, die kannst du auch auf der Xbox spielen. Das heißt, es ist eine vollkommene Gleichheit, egal welche deine präferierte Konsole oder Hardware ist, darauf kannst du eben alle Teile spielen. Aber wenn ich interessiert in die Legend of Mana Serie, beziehungsweise eben die Mana Serie bin, dann werde ich das wahrscheinlich auf der Konsole machen, wo ich auf die anderen Teile holen kann. Und selbst wenn du jetzt irgendwie neu hinzustößt und dann bist du, oh, Visions of Mana, das ist jetzt mein erster Teil, den ich gespielt habe, oh, ich möchte mal gerne auch die anderen Mana Teile ausprobieren. Ja, schade, die gibt's dann nur auf der anderen Konsole, dann werde ich wahrscheinlich eher darüber gehen und meine ganze Zeit und eben auch mein Geld dort lassen. Also das, da hoffe ich, dass dann noch irgendwas passieren wird. Es war auch ehrlich gesagt so meine Vermutung, weil man sich schon die Zeit nimmt und im Spiel präsentiert, was vorgestellt, was angekündigt wurde. Aber ja, das war in dem Fall, hat man das nicht gesehen. Wir haben eben nur für den Sommer ein ungefähr ein Release-Zeitfenster nochmal gehabt. Avowed übrigens in 2024 im Fall, also wahrscheinlich wird es dann so September, Oktober mäßig rum erscheinen. Und eben Hellblade 2, 21. Mai war das eben, glaube ich. Also da haben wir schon mal zumindest, ne, alle Spiele, die hier gezeigt wurden, wurden eben auch für 2024 dann eben angekündigt, was schon mal gut zu wissen ist. Ja, und also machen wir uns nichts vor, ich habe zu dem ARA-Ding absolut gar nichts zu sagen. Diese großen Taktik-Dinger, die gehen einfach wirklich, ich schaue da drauf und dann sehe ich auch, wie klein die ganzen Menüs ist. Also selbst wenn einfach nur ein separates Menü angezeigt wird und du hast 80% da drum ist vollkommen freie Fläche, dann müssen trotzdem alle Icons so klein wie möglich sein. Du machst teilweise irgendwelche Untermenüs auf und ich sehe 5000 Textzeilen und Icons und sonst was alles rumschwirren. Also Leute, mit meinem ADHS kann ich da einfach nicht drauf klarkommen. Also da kriege ich sofort einfach, also da Kopfschmerzen und ich möchte am liebsten irgendwie zu meinem nächsten Arcade-Automaten rennen, um irgendwas Simpleres zu spielen. Also da bin ich vollkommen raus, da kann ich absolut nichts zu sagen. So mit irgendwelchen 4X-Games oder so, wenn ich den Namen schon höre und das meinst du gerade ein Kompo-Multiplier? Nein, ich meine das Genre. Da bin ich sofort raus, deswegen versuche ich das Ganze gar nicht erst. Ich hoffe für alle Leute, die Fans davon sind, dass das für die cool ist. Ich selber werde es mir nicht ansehen, weil So, und dann kommen wir zum letzten Titel, dem neuen Indiana Jones. Und ich werde mich jetzt richtig beliebt machen. Denn, könnt ihr euch das vorstellen, ich war nicht sonderlich begeistert. Ich glaube nicht, dass es irgendwie schlecht wird. Ich glaube, das wird ein sehr gutes Spiel. Ich glaube vor allem, weil es eben von Machine Games kommt und ich deren Arbeit bei den beiden Wolfenstein-Titeln, beziehungsweise den vier, wenn man eben die beiden Spin-Offs dazu zählt, aber sagen wir mal die beiden Hauptteile. Ich weiß, dass die eine hervorragende Handlung zaubern können. Ich weiß auch, dass sie, wenn sie sich eben andere Materialien nehmen, da gut mit umgehen und einarbeiten können. Ich finde das auch sehr interessant, dass es eben noch vor dem für mich immer finalen Film, also vor eben dem dritten Teil dann eben noch spielt, dass es da so versucht wird, dazwischen irgendwie einzubauen. Das ist auf jeden Fall eine Sache, von der glaube ich, die wird super. Ich finde auch schön, dass man gesehen hat, dass sie einen hohen Fokus auf die Puzzle legen. Auch da finde ich es cool, dass sie optionale Sachen anbieten, dass da auch sehr viel mit unterschiedlichen Fallen gearbeitet wird. Auch hier, was so komplexe Puzzle betrifft, auch da hatte man mit diesen ganzen Enigma-Codes und Rätseln bei Wolfenstein bereits gezeigt, dass sie dafür ein Händchen haben. Also in den Punkten mache ich mir überhaupt gar keine Sorge. Und ich glaube, das wird definitiv ein Spiel, wo ich nachher sage, ey, das ist mindestens eine 7 oder eine 8 von 10 für mich. Das auf jeden Fall. Aber, und das ist immer noch ein großes, großes Aber, man hatte sich scheinbar explizit Machine Games dafür ausgesucht. So wie sie es erzählt haben, Todd Howard ist sie eben auf sie zugegangen und meinte, hey, ich möchte unbedingt mal ein Indiana Jones Spiel machen. Und ich finde es auch, es wirkt so, als ob er es eigentlich bei sich im Team machen wollte, bei Bethesda intern, und aber dann gemerkt hat, nee, dafür ist irgendwie hier nicht der, vielleicht ist unsere Engine nicht ausgelegt oder das Team dafür ausgelegt oder sie sind mit anderen Sachen zu sehr beschäftigt. Ich gehe jetzt eben zu Machine Games, weil ich glaube, dass die das irgendwie gut umsetzen können. Also es ist ja schon online, hatte man die ganzen Memes dazu gesehen, dass Todd Howard wesentlich begeisterter über das Indiana Jones Spiel von Machine Games redet, als über Starfield, wo er der fucking Director war. Also das ist so die kindliche Freude, die er in dem Trailer zeigt, wo er wie so das Manlet zwischen den zwei größeren Personen durch den Gang geht oder am Ende eben auch die Gold
goldene Statue eben klaut. Das ist ganz cool zu sehen. Aber während ich Machine Games wirklich für ein großartiges Studio halte, weiß ich eben nicht, ob das tatsächlich der beste Fit dafür war. Weil A, ich warte immer noch auf ein drittes Wolfenstein-Spiel. Die Saga ist noch nicht abgeschlossen und Wolfenstein 2, The New Colossus, endet also offensichtlich so, dass das in einen dritten Teil reinführt. Ja, wir hatten noch das Youngblood gekriegt und auch das treibt die Narrative so ein bisschen voran, aber nicht wirklich. Es ist mehr einfach so, der Wagen ist ins Stottern gekommen und wir haben es dann noch einmal so ein bisschen mit dem letzten Tropfen Benzin irgendwie nochmal geschafft, bevor wir stehen geblieben sind. Und es ist halt sehr schade zu sehen, dass sie, wenn es jetzt tatsächlich, wie angemerkt, dieses Jahr erscheinen soll, dann haben sie die letzten 7 Jahre circa daran gearbeitet. Oder zumindest, wenn man Youngblood oder so dann rauszieht, dann haben sie zumindest so die letzten 5 Jahre daran gearbeitet. Und wenn sie danach jetzt erst wieder an einem neuen Wolfenstein beginnen, außer es gibt irgendwie die Möglichkeit, dass da 2 Teams separat dran arbeiten, dann werden wir einen Abschluss des Wolfenstein-Finales erst 2030 oder so bekommen, mit so abartig langen, wie die Entwicklungszeiten mittlerweile sind. Ich meine, sie haben zwischen The New Order und The New Colossus haben sie nur 3 Jahre gebraucht. Also vielleicht ist es dann so, hey, wenn sie damit jetzt fertig sind, 2027? I don't know. Aber es ist eben schade, dass sie da so gestoppt wurden, das zu machen. Und jetzt machen wir eben Indiana Jones, wo ihre, ne, wenn man jetzt sagt, hey, was wäre vielleicht das Logischere gewesen? Sie sagen ja selber auch in den Interviews, ja, es ist wichtig, dass du eben Indy auch siehst, dass seine Silhouette die ganze Zeit da ist und auch sein Gesicht und, ne, weil es ist eben auch hauptsächlich diese Ikonografie der Figur selber ist wichtiger als die eigentliche Figur, als sein eigentlicher Charakter. Also das Aussehen davon und wie es rüberkommt, das ist wesentlich wichtiger. Und dann wechseln sie eben auch oftmals in die Third Person, aber sie sind eben ein Studio, was First Person Spiele macht und garantiert ist ihre Engine auch darauf ausgelegt. Ne? Ich meine, man sieht es eben dem Spiel auch an, dass es von den Wolfenstein-Machern kommt, auch wenn man sich dann Kämpfe in der First Person ansieht und wie auch die Figuren aussehen. Auch hier muss ich sagen, schön, dass sie einen eigenen Stil beibehalten haben, dass es eben, ja, es ist ein realistisches Spiel, aber es hat eine deutliche eigene Zeichnung, einen deutlichen eigenen Stil, gerade wenn man auch sich eben die Charaktermodelle dann ansieht. Ne? Aber es ist auf die First Person ausgelegt und dass dann, wenn man in diese Third Person dann wechselt, dann scheint das auch nur für irgendwelche geskripteten Momente zu sein. Wenn man zum Beispiel die Peitsche benutzt, um irgendwo lang zu schwingen, dann benutze ich nicht selbst die Peitsche und benutze das Momentum und kann ab einem bestimmten Zeitpunkt loslassen, um irgendwie höher oder niedriger zu fallen oder in einen Feind rein oder vielleicht das Ganze zu benutzen, um sogar einen Feind irgendwie wegzutreten von der Position, wo er sich befindet. Nein, ich drücke, ne, ich kriege das Gefühl, als ob es irgendwie so God of War 2018 ist, wo du halt auch nicht wirklich kletterst, wo du einfach nur an den Punkt gehst und dann drückst du eine Taste und Kratos springt irgendwo hin oder Kratos lässt sich irgendwo runterseilen oder zieht sich irgendwo hoch oder geht an irgendeine Wand und klettert da irgendwie lang. Und genauso wirkt das hier auch. Und die Animationen von diesen Third-Person-Abschnitten sehen auch ziemlich kacke aus. Also gerade diesen Moment, wo man sieht, wo man in irgendeinem Wüstengebiet in die schwingt sich entlang, geht in die Third-Person-Ansicht, lässt dann los, ist wieder in der First-Person, haut die Nazis auf die Fresse. Cool auf jeden Fall. Aber wenn man sich diese Third-Person-Ansicht ansieht, dann fehlt die komplette physikalische Bewegung seines Körpers, weil eben wenn man sich dann in so einem Fall schwingt, dann geht zuerst der Oberkörper nach vorne, die Beine ziehen nach und dann schiebt man sie nach vorne, verlagert das Gewicht, um sich nach vorne abzuschwingen und währenddessen sieht es einfach aus wie wirklich so eine steife Figur, die komplett kerzengerade ist und währenddessen leblos von vorne nach hinten schwingt oder von hinten nach vorne schwingt und sobald es in die First-Person-Perspektive wechselt, da ist auf einmal diese ganze Dynamik wieder da. Da siehst du dann die Füße, wie sie sich nach vorne strecken, wie auch der Unterkörper nach vorne tritt, bevor der Oberkörper eben nachzieht und Indy dann auf dem Boden landet und auch die ganzen Animationen von den First-Person-Aktionen, von dem Peitschenschlag, von eben den einzelnen Schlägen, das sieht wirklich gut aus und ich denke mir, dann hätte man es auch komplett in der First-Person versuchen, dann dementsprechend auch lassen sollen, weil es ist jetzt nicht so, als ob du diese ganzen Plattforming- und Traversal-Mechaniken nicht gut mit einer First-Person-Perspektive umsetzen kannst. Ich meine, ich hätte mich gefreut, wenn es ein bisschen in die Richtung eines Uncharted 4 gegangen wäre, wo du ja auch dann diesen Grappling-Hook hattest und ich stelle mir vor, dass man das ganz gut auch mit der Peitsche hätte umsetzen können, um eben den Kampf und auch das Umherklettern miteinander zu verbinden. Aber ein Dying Light und gerade eben auch Dying Light 2 hat perfekt bewiesen. Ich meine, da hast du auch so eine Zipline, die du benutzen kannst, aber da
im zweiten Teil hast du auch dann Seile, an denen du hin und her schwingen kannst. Das hat perfekt gezeigt, wie gut das eben funktionieren kann. Und hier jetzt diesen Kompromiss zu machen, nur damit man irgendwie zwischendurch mehr Indie aus der Third-Person-Perspektive zeigt, weil wenn dir das wichtig gewesen ist, dann hättest du es komplett aus der Third-Person-Sicht gemacht. Aber es war, hey, wir möchten zu Machine Games gehen und vielleicht gab es da, ne, das können wir halt nicht wissen, aber es ist definitiv keine Third-Person First-Person, weil das eben die Sache ist, in der sich auskennt und wahrscheinlich, weil eben auch die Engine darauf ausgelegt ist. Wir wissen das ja von anderen Engines, in denen es solche Probleme gab, ne, beispielsweise mit Frostbite bei EA, wo das ist eine Engine, die auf First-Person ausgelegt ist und dann alle Spiele, die Third-Person damit umgesetzt werden mussten, hatten massive Probleme, das eben zu machen. Und da so einen seltsamen Kompromiss zu sehen, finde ich dann halt ein bisschen blöd, weil ich mir dann denke, dann geht lieber, also mir wäre zwar ein Third-Person-Indie definitiv lieber, aber wenn es dann in die First-Person geht, dann finde ich, dann committet auch. Dann versucht es auch komplett darin umzusetzen, weil dadurch, dass es eben so automatisiert wirkt, finde ich, brauche ich mir jetzt gar keine Hoffnung machen, was das Plattforming betrifft. Das heißt, ich fokussiere mich vollkommen in meiner Vorfreude auf die Handlung und auf die Rätsel, weil auch die Kämpfe ist so eine Sache, es wirkt einfach wie, ja, wir wissen, wir haben Wolfenstein gemacht und hier wirkt es eher genau wie das. Nur vielleicht mit noch mehr einem größeren Fokus auf Stealth als das eigentliche Kämpfen, beziehungsweise wenn es in den Kampf geht, dann wahrscheinlich mehr in den Nahkampf und die Peitsche. Was cool ist, also gerade mit der Peitsche vielleicht eine Waffe aus der Hand eines Gegners zu ziehen. Ich finde es zumindest gut, dass es jetzt beim Schleichen eine schon Neuerung gibt, dass man die Peitsche benutzen kann, um ein Ableckungsgeräusch zu erzeugen, dass der Feind dann irgendwo anders lang geht. Aber für mich das größte Problem gerade bei The New Colossus war eben dieser immense Fokus auf den Stealth, während du aber so eine Kampfmaschine warst und du dich die ganze Zeit immer so zurückhalten musstest und den eigentlichen Spaß vom Spiel nicht genießen konntest, weil das Stealth an sich eben sehr reduziert war, was die Möglichkeiten betraf, eben auch sehr erbärmlich war. Und ja, jetzt zu sehen, wie ich die Peitsche anders einsetzen kann, ist cool, aber ich sehe nirgends, wo es sonst noch interessante spielerische Möglichkeiten dafür gibt, außer eben irgendwo lang zu schleichen und nicht weiter mit der Spielwelt zu interagieren und dort gewisse Fähigkeiten eben zu besitzen. Und das brauche ich nicht. Also solche Spiele dieser Art brauche ich nicht. Dann kann man das vielleicht auf, ne, es passt ja schon zu Indiana Jones, sich dann hier und da mal irgendwo reinzuschleichen. Aber das sind dann auch mehr die Abschnitte, die es hier und da mal zwischendurch geht. Deswegen, ich hoffe auch, der Fokus ist mehr auf der Interaktion, ist mehr auf dem Klettern, ist eben mehr auch auf den, ja, sagen wir mal, größeren Auseinandersetzungen, vor allem eben auf den Rätseln. Und ich hoffe nicht, dass hier auf einmal die Hälfte vom Spiel nur dieses Umherschleichen oder so wird. Aber das muss ich dann ebenfalls zeigen. Ich finde das Design auch von dem Antagonisten ziemlich cool. Die eine Sache, die mich auch noch ein bisschen wurmt, ich weiß nicht, ob es Leuten aufgefallen ist, aber ja, es ist cool, dass sie Harrison Ford Likeness eben bekommen haben. Also dafür muss man ja auch bezahlen. Das ist nicht so eine Marvel Avengers Sache, wo sie keinen der Schauspieler irgendwie bezahlt haben und dann, nee, wir machen unsere eigenen Figuren. Ich glaube, das wäre ein Todesstoß für ein Indiana Jones Spiel gewesen, wenn du da eben nicht einen Indie hast, der aussieht wie Harrison Ford. Das ist ganz cool, aber sie haben natürlich nicht Harrison Ford für die Rolle bekommen. Einerseits, weil ich glaube, der auch gar keinen Bock mehr darauf hat, weil er natürlich auch mittlerweile deutlich älter klingt. Aber in dem Fall hat man sich dann für Troy Baker entschieden. Der Mann, der dann alles synchronisiert. Und ich meine, ich habe nichts gegen Troy Baker. Ich habe schon Sachen gegen Troy Baker, aber nichts auf seinem eigentlichen Skill-Level als Synchronsprecher. Ich halte den Mann für einen Deppen, aber als Synchronsprecher ist der gerade, wenn man ihm eine gute Direktion gibt und ein gutes Skript, dann ist der absolut fantastisch. Also wie gesagt, seine Performance als Joel in The Last of Us ist wirklich eine der besten, die ich jemals in der ganzen Videospielindustrie gesehen habe. Selbst in beschissenen Spielen wie beispielsweise Fort Solace hat er wirklich eine herausragende Leistung auch abgeliefert. Aber hier, finde ich, ist er einfach stimmlich nicht wirklich die passende Figur. Und auch von den Rollen, die er normalerweise spielt, ist jetzt Indiana Jones nicht wirklich etwas, was zu seinem Milieu irgendwie passt. Und man merkt es auch hier in der Stimme, weil er versucht es wirklich. Ne? Er ist nicht einfach so ein fauler Arsch wie Chris Pratt und ist so, oh, ich bin Chris Pratt, so rede ich. Oh, ich synchronisiere Mario, oh, ich rede einfach ganz normal. Ich synchronisiere Garfield, ich rede einfach ganz normal. Nein, man merkt, dass er versucht, Harrison Ford zu imitieren, dass er auch die Art und Weise, wie er Indiana Jones spricht, versucht zu imitieren. Und das ist lobenswert. Aber selbst in diesem Trailer geht er so ein bisschen rein und raus. So zum Beispiel in der Anfangssequenz, wenn er in dem Sand steckt, was ich ein bisschen schade finde, dass sie scheinbar den zweiten Aktivpunkt hier gezeigt haben. Ich meine, man sieht bereits schon die gebrochene Nase
auf dem Gesicht des Antagonisten. Das heißt, da wird es schon eine große Auseinandersetzung gegeben haben. Wie gesagt, ich würde alles drauf verwetten, dass das Tiefpunkt Akt 2 ist, in dem man sich da befindet. Aber man hört so ein kurzes, so ein Smirk, so ein Lachen, was er von sich ablässt. Und das hört sich null an wie Harrison Ford. Das hört sich an wie Troy Baker. Und auch wenn der erste Satz losgeht und er halt dieses Myths sagt, das ist 1:1 Troy Baker. Wenn er nachher in gewisse Sätze reinkommt, dann muss ich teilweise, ist es wirklich so, oh, holy shit, das geht schon wirklich nah an Harrison Ford. Also wenn ich jetzt nicht versuchen würde, drauf zu achten, dann würde es mir vielleicht teilweise gar nicht auffallen. Aber es geht immer so rein und raus und er muss sich halt sehr stark auch anstrengen, diese Stimme und diese Tonart eben zu erreichen. Und es wäre halt deutlich besser gewesen, wenn man einen Casting-Call gemacht hätte für Leute, die eben Harrison Fords Stimme entweder haben oder nachimitieren können. So etwas, was man bei dem Back to the Future-Spiel gemacht hat, ne? Zurück in die Zukunft von Telltale, wo man natürlich wegen seines Parkinsons wahrscheinlich Probleme hatte, irgendwie Michael J. Fox zu kriegen. Dessen Stimme hatte sich natürlich auch deutlich verändert. Der war eben kein Teenager oder Anfang, ich weiß nicht mehr, ob er noch Teenie oder Anfang 20 war, während des Drehs von Zurück in die Zukunft. Aber natürlich, seine Stimme war eben komplett anders. Und stattdessen das dann irgendwie zu versuchen oder sich irgendjemanden zu holen, der bekannt ist, hat man eben einen Schauspieler gefunden, der diese originale Stimme von Michael J. Fox als Marty McFly aus eben den Zurück in die Zukunft-Film perfekt imitieren konnte. Das war, also du hättest nicht gedacht, dass das irgendwer anders als der junge Michael J. Fox oder so gewesen sein könnte. Und genauso existieren hundertprozentig Leute, die so klingen wie Harrison Ford oder zumindest sehr, sehr nah dran sein können und eben auch noch das schauspielerische Talent besitzen, Indiana Jones gut rüberzubringen. Ich meine, sind wir mal ganz ehrlich, Indiana Jones ist jetzt von der schauspielerischen Leistung nicht die schwierigste Rolle. Also in dem Fall wäre es schon das Wichtigste, irgendwie die Stimme hinzukriegen. Und es fühlt sich dann eher so an, als wäre es wichtiger gewesen, Troy Baker zu haben, um Troy Baker zu haben und weniger, um die bestmögliche Stimme irgendwie für Indiana Jones in diesem Spiel zu finden. Also ja, gemischte Gefühle auf jeden Fall. Ich weiß, das wirkt auf die meisten Leute garantiert wieder viel zu negativ, aber das sind eben die Sachen, die aufgekommen sind in mir, worüber ich nachgedacht habe. Das sind auch viele der Punkte, die ich auch direkt im Stream angesprochen habe, falls ihr euch das sehen wollt. Ich habe auf meinem Stream-Archive-Kanal den kompletten VOD von eben dem gestrigen Stream hochgeladen. Da könnt ihr dann wirklich eben die Live-Reaktion nachverfolgen, wenn ihr das eben sehen wollt. Und ansonsten würde ich mich jetzt wieder zurückziehen. Ich bin jetzt mal kurz so aus der kleinen Anfangsjahre-Pause hier kurz etwas ausgebrochen und hoffe trotzdem, dass es einen guten Einblick gegeben hat, vielleicht ein paar Punkte auch angebracht hat, über die man selber nicht so nachgedacht hat. Und jetzt seid ihr an der Reihe. Schreibt mir gerne eure Kommentare hier unten drunter. Vielleicht eben auch dann so ein paar Erkenntnisse, Eindrücke, zu denen ich eben keine Ahnung hatte. Vielleicht könnt ihr anderen Leuten besser erklären, was irgendwie interessant oder weniger interessant an diesem ARA-Spiel ist. Das ist definitiv nicht meine Expertise und das werde ich auch ganz ehrlich gar nicht erst versuchen. Aber ja, das soll es gewesen sein. Euch noch einen wunderschönen Tag. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Bye, bye.